Morgen, hier ist wieder der Typ mit Mütze in einer altbekannten Umgebung und zwar der Küche. Heute mache ich Mittag. Und zum Mittag soll es heute mal Sandwiches geben. Und zwar wollte ich mal ausprobieren, ob ich es hinkriege, ein vegetarisches Fleischbällchen-Sandwich zu machen. Viel Spaß! Was brauchen wir eigentlich dafür? Für dieses Sandwich brauchen wir veganes Hackfleisch. Also das sind jetzt Burger Patties, aber ich mache einfach Hackfleisch draus und würze das und dann werden Fleischklöpfchen da draus. Soße, ich entscheide mich für Barbecue-Soße. Senf. Brot. Ja, ich nehme das Brot, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ihr könnt auch einfach Standard-Toastbrot oder Schwarzbrot nehmen. Eine oder eine halbe Zwiebel. Pfeffer. Salz. Übrigens, das ist das Salz, was wir vom Lösungsexperiment zurückgewinnen konnten. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Kochen. Brauchen wir außerdem noch eine Schüssel, einen Toaster, ein Schneidebrett und eine Bratpfanne. Und das war's. Auf geht's mit den ersten Schritten. Mit einem dicken Daumen hoch. So, unser erster Schritt ist jetzt erstmal das Fleisch, den Fleischersatzstoff auszupacken und aus der Verpackung kriegen. So, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum nehme ich nicht einfach die Patties so? Weil ich es kann. Ich mache gerne einfache Sachen komplizierter als sie sind und deswegen mache ich jetzt einfach hier draus Hackfleisch und formiere dann kleine Buletten draus. So, aber als erstes Pfeffer. Pfeffer kann man in solchen Gerichten nie genug haben. Pfeffer immer gut dran machen. Sollte passen. Bei dem Salz aber nicht zu viel. Diese vegetarischen Hackfleischsachen sind öfters recht salzig. Dann solltet ihr euch vorher die Hände gewaschen haben. Knetet ihr diese Masse einmal gut durch. Dass sich alle Gewürze hier drinnen schön verteilt haben. Jetzt nehmt ihr den Senf. Eigentlich bin ich kein großer Senf-Fan tatsächlich. Aber einfach hier ein bisschen die Packung umrühren und dann eine Löffelspitze Senf reingeben und nochmal verrühren. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, eine oder eine halbe Zwiebel. Manche Leute würden die jetzt hier mit reinschneiden, an das Hackfleisch, Entschuldigung. Aber ich mache das nicht so, ich schneide die Zwiebel gleich und dann wird die da in der Pfanne zusammen mit den Klößen anbraten. So, jetzt habt ihr eure Masse fertig. Die kommt jetzt kurz an die Seite. So, ich habe vergessen aufzunehmen. Ich habe jetzt hier schon die Zwiebel geköpft, wie den französischen König. Und bin jetzt dabei, die zu schälen. Dafür sollte man ein Plastikbrett nehmen, weil man sollte Zwiebeln und Fisch und sowas nicht auf Holz schneiden, weil das sonst ins Holz einzieht und dann hat alles, was ihr auf dem Holzbrett schneidet, einen Zwiebelbeigeschmack. Deswegen dafür Plastikbretter.
Dann schneide ich die Zwiebel hier. In Scheiben und jetzt etwas gröbere Würfel, denn man will ja auch was schmecken, wenn man sie dann aufs Sandwich tut. Dann kommt auf einmal eine Schüssel daher, wo ihr eure Zwiebeln einfach reinpacken könnt. So. Dann kann man hier noch schnell das Stück fertig schneiden. Das esse ich einfach. So, und jetzt habt ihr eure Zwiebeln fertig und dann geht's gleich zum letzten Schritt hier an dieser Arbeitsfläche. Und zuerst Zwiebelschalen aufrollen und in den Müll. Die halbe Zwiebel packe ich gleich ein, kommt dann in den Kühlschrank, kann man nochmal benutzen. Sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe wieder vergessen zu filmen. Ich habe jetzt hier das Brot genommen, hier zwei Scheiben rausgepackt und die schon mal hier in den Toaster gesteckt. Die werden jetzt aber noch nicht getoastet. Die stehen jetzt erst in den Startlöchern dafür, getoastet zu werden. Jetzt geht's an die Herdfläche und wir machen hier raus kleine Fleischklößchen. Auf geht's. So. Dann habt ihr hier eure Pfanne. Nehmt ihr einfach so ein Stück Butterschmalz und macht die Pfanne an. Und dann heißes warten, bis die Pfanne heiß ist und das Butterschmalz geschmolzen ist und wir bereit sind zu braten. Nur ein Schnipser entfernt und schon ist die Pfanne heiß. Jetzt nehmt ihr hier aus eurer Schüssel mit dem Hackfleisch, ihr könnt natürlich auch normales Hackfleisch nehmen, so ungefähr Handflächengröße, große Portionen. Dann rollen, 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 dass ein Ball rauskommt. Und jetzt die Zwiebeln. Geben wir einfach mit rein. Separieren die Fleischklößchen ein bisschen davon. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das angebraten ist, also fertig angebraten ist. Wenn ihr so das Gefühl habt, dass die so ungefähr zur Hälfte durch sind, dann stellt ihr den Toaster an und toastet euer Brot. Das sollte dann ungefähr mit den Bällchen zusammen fertig werden. Und dann zeige ich euch, wie ich das Sandwich jetzt zusammenbaue. Bis gleich. So, dann basteln wir mal unser Sandwich. Was brauchen wir zuerst? Brot. Soße auf der Unterseite. Ein wenig Senf. Der Hauptakteur, Fleischbällchen und die Zwiebeln. Und jetzt kommt das Ding noch auf einen Teller und es ist servierbereit. So, dann probieren wir mal das Sandwich, aber erstmal noch. Schönes Geräusch beim Durchschneiden. Guckt euch das an. Richtig schön. Brot, Hack, Brot. Aber schmeckt es auch so gut, wie es aussieht? Finden wir es raus. Oh.
nice. Das Brot, gut, das schmeckt sehr anders. Es schmeckt sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist so leicht süßlich, butterig. Es schmeckt richtig gut und es ist auch schön knusprig geworden. Man schmeckt alles raus, man schmeckt hier richtig schön noch den Eigengeschmack vom vegetarischen Hackfleisch. Man schmeckt Salz, Pfeffer, Barbecue-Soße, man schmeckt sogar einen leichten Hauch Senf. Also in Kombination, und auch die Zwiebeln schmeckt man, in Kombination schmeckt das sehr gut. Ich kann es nur empfehlen, dass ihr das nachkocht und auch mal ausprobiert. Bleibt mir nur noch zu sagen, das war der Typ mit Mütze. Für diese Woche kocht's nach. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, hilft mir alles sehr weiter. Prost! Ich habe mich mit Wasser bekippt.